Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Channel. Wie ich euch schon mitgeteilt habe, zeige ich euch ab und zu Neuheiten, die auf dem Angelgerätesektor erschienen sind. Ja, diesmal vom Wasser, live vom Wasser, sitzt hier am See. Na, bis jetzt hat sie noch nichts getan. Laichzeit dürfte gerade vorbei sein. Wir haben jetzt Anfang Juni. Und ja, ich habe Produkte mitgebracht von der Firma Enterprise Tackle. Enterprise Tackle haben seit Jahren schon Plastikimitationen von Ködern hergestellt und machen sich immer wieder neue Gedanken. Diesmal auch im Bereich von halben Boilies. Die gibt es in verschiedenen Größen und Farben. Einmal in Fluoro, einmal in gesetzten Farben. Und zwar haben sie darauf reagiert, dass man mit einem Cutter relativ schnell die Boilies auch klein hacken kann. Und haben dann halt auftreibende halbe Boilies gemacht. Wer damit viel angelt, mit halben Boilies wird feststellen, dass die Kugeln anfällig sind für kleinere Fische, aber auch dadurch, dass das Wasser besser eindringen kann, gehen diese Boilies schneller ab. Oh, mitten auf dem Futterplatz. Oha. Und dadurch kann man halt noch gewährleisten, dass auch morgens dann noch ein Stückchen von den Boilies dran bleibt, beziehungsweise auf jeden Fall der halbe Pop-up dran bleibt. Ich denke, eine sinnvolle Ergänzung zu den jetzt gemachten Artikeln. Des Weiteren nicht nur für uns Karpfenangler interessant, vielleicht auch für die Fiederangler. Und zwar gibt es hier Pellet Skins. Das sind quasi Plastik-Pellets, die ausgehöhlt sind, wo man Original-Pellets reintun kann. Hier auch, wenn der Pellet aufgelöst ist, kann man halt hingehen oder hat man halt noch eine Hülle am Köder. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Man kann natürlich auch vielleicht Pellet-Teig hineinmachen. Ich finde eine echt coole Idee. Und last but not least, habe ich leider noch nicht die Originalverpackung, Sinking Tigers und Pop-Up Tigers in Mini-Version. Die originalen Tigernüsse von Enterprise Tackle sind ziemlich groß, doch haben ja oftmals in den Sacken oder in der Sackware auch kleine Tigernüsse. Und von daher war es eigentlich eine coole Idee, jetzt mal auch kleinere Tigernüsse zu machen. Wunderbar die Dinger, also wo ich die gesehen habe, muss ich direkt ausprobieren. Jetzt ist auch im Sommer die Zeit, um auch wieder Tigernüsse zu benutzen. Ja, schaut doch einfach mal auf die Homepage von Enterprise Tackle, www.enterprisetackleco.uk. Da bekommt ihr halt sämtliche Informationen und auch noch ein paar Tipps dabei. Viel Spaß beim Angeln wie immer und geht real.